Einen wunderschönen guten Abend zusammen an diesem Freitagabend um 20 Uhr nach einer doch sehr tragischerweise denkwürdigen Woche möchte ich trotzdem meinen Fahrplan für diesen neuen Livestream, für diese niegelnagelneue Livestream-Serie beibehalten und euch heute Abend umso mehr in eine halbe Stunde Kreativität entführen. Mir hilft Kreativität immer dabei, meine Gedanken zusammenzuhalten bzw. absichtlich zu zerstreuen. Also egal, was euch heute Abend gut tut, konzentriert euch auf die Farbe, auf die Techniken, die ich euch zeige und schaltet einfach mal eine halbe Stunde ab. Das ist meine Einladung an euch. Und ich hoffe, ihr folgt dieser Einladung. Ich hoffe, ihr habt heute eine wunderschöne, kreative, inspirierende und motivierende halbe Stunde mit mir. Und heute Abend geht es ja nochmal um Gouache, denn der Gouache-Monat Februar ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch 3 Tage bis zum 28. ist ja kein Schaltjahr. Das heißt, der Hauptakt für heute Abend ist wieder die Gouache. Aber nicht nur, denn ich habe mir für den Abschluss des Gouache-Monats überlegt, natürlich auch maximal inspiriert von der lieben Nadine at Konfetti-Rausch, dass ich mit euch heute mal ein kleines Mixed-Media-Projekt ausprobiere. Mixed-Media bedeutet also gemischte Medien, verschiedenste Medienarten und Materialien zusammen miteinander kombiniert. Habe ich früher ehrlich gesagt noch nie gemacht. Finde ich mittlerweile saugeil, nachdem ich Nadine echt angefixt habe mit all den Möglichkeiten, die man hat, wenn man Aquarellfarben und Gouachefarben und wasserbasierte Brushpens und Bleistifte und Buntstifte und hast du nicht gesehen, zusammenbringt. Die Vielfalt ist unmöglich und die Möglichkeiten sind auch noch unendlich. Also ich hoffe, dass ich euch heute so ein bisschen auch für das Thema Mixed Media begeistern kann. Wer da allerdings noch mehr erfahren und sich Inspirationen und auch Kreativideen abholen möchte, sollte unbedingt bei Nadine vorbeischauen. So viel schon vorab, @konfettirausch. Die hat just diese Woche auch einen mega geilen Mixed Media Guide rausgebracht, digital zum Runterladen auf ihrer Website. 7 Creative Shorts hat sie es, glaube ich, genannt. Also 7 kleine Kreativideen für Mixed Media. Absolut Anfänger geeignet. Ich habe ihn zwar nicht, aber wir haben ja ein paar von den Projekten in der letzten Creative Night machen dürfen und ich kann nur sagen, geil, geil, geiler, Nadine. So viel schon mal an Freiwilliger, weil absolut verdienter Werbung vorab. Ich habe mir heute Abend aber ein Motiv für euch ausgedacht, was ich diesmal hoffentlich in einer halben Stunde schaffe, denn ihr wisst ja, Creativity Booster heißt nicht labern, labern, labern und dann irgendwann was machen, sondern wir steigen direkt ein. Ich will euch maximal inspirieren und einfach dabei so ein bisschen mit euch schnacken und eine halbe Stunde Spaß haben und euch so ein bisschen direkt praktisch ran an die Materie locken und kriegen. Das ist der Sinn und Zweck vom Creativity Booster. Bam! So, jetzt habe ich schon alle wichtigen Infos in, ich glaube, 4 Minuten erzählt. Das heißt, wir können direkt einsteigen. Ich drehe meine Kamera um. Wann immer ihr Fragen habt, fragt bitte. Ich versuche, alles im Blick zu behalten. Aber heute möchte ich wirklich einfach direkt in die Materie einsteigen. Und ich habe mich heute auch, habe ich vorhin erst gemerkt, farblich total passend zu meinem Projekt angezogen. Es geht fast ineinander über hier, ne? Das ist ein bisschen mehr Zitronengelb als mein eigentlich senfgelber Pullover heute. Aber passt ja trotzdem ganz gut, ne? Also, ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch und ich erzähle euch heute Abend so ein bisschen on the go, was wir miteinander machen. Die Materialien, die ich verwende, findet ihr alle unter dem YouTube-Livestream direkt verlinkt. Alles, was ich benutze, also falls ihr Fragen habt, schaut da einfach mal unten drunter und klickt euch durch den Shop. Das Video bleibt wie immer gespeichert, das heißt, falls ihr später einschaltet oder nicht wisst, was ihr tun sollt, nicht verzweifeln, einfach später, morgen, übermorgen nochmal anschauen, am Montag vielleicht die Materialien bei uns shoppen und dann. Der Frühling hat ja gerade erst begonnen, wobei es heute bei uns geschneit hat. Vielleicht wecken wir den Frühling ja heute Abend auch damit. Vielleicht ist es ein Weckruf an den Frühling heute Abend, den wir gemeinsam ermalen. So, lasst uns starten. Ich habe euch mal das Bild gezeigt, was ich vorbereitet habe. Ihr seht ja ganz gut die Materialien, die wir dafür verwenden. Aber ich möchte euch gar nicht zu sehr abschauen lassen. Boah, das knallt, oder?
Ich starte direkt durch. Und ich verwende ja tatsächlich für Gouache-Malerei am liebsten Mixed Media Papier. Ihr könnt auch Hot Pressed verwenden, aber ich habe mittlerweile herausgefunden, ich liebe Mixed Media, weil das so eine leichte Struktur hat, aber nicht zu glatt ist, aber auch nicht so gekörnt wie Cold Press. Also ich bin einfach absoluter Fan davon. Deswegen habe ich euch ja auch empfohlen, heute Abend mit dem Clairefontaine Paint On zu malen. Da habt ihr sowohl ein weißes Papier drin zu Beginn, was so ein bisschen glatter ist. Ihr habt aber auch ein weißes Papier drin, wenn es jemandem von euch gefällt, das eben so ein bisschen strukturierter ist. Also hier habt ihr die Qual der Wahl in diesem coolen Paint-on-Block. Ich nehme heute Abend aber nicht den Paint-on-Block, sondern was ich nämlich auch geil finde und öfter benutzen möchte, mein Paint-on-Sketchbook. Und das Paint-on-Sketchbook ist erstens so schön quadratisch und zweitens besitzt es auch dieses tolle Mixed-Media-Papier, mit dem man auch ganz viele andere tolle Sachen machen kann. Leicht strukturiert. Und auf diesem Papier werde ich heute Abend mein Motiv umsetzen. Ihr seht, es hat eine leichte Struktur. Es passt also ganz gut, weil die Gouache auf dieser leichten Mixed-Media-Struktur super schön gleichmäßig auftrocknet. Wir starten heute Abend, entschuldigt für meinen Fingernagel, wir starten heute Abend mit der Vase. Das Motiv ist ja wirklich frühlingshaft, natürlich ein kleiner Tulpenstrauß. Super easy peasy, schafft jeder Anfänger und wir starten mit der Vase. Die Vase male ich in einer beigen Gouache-Farbe und hier übrigens auch nochmal der Hinweis, ihr müsst nicht die exakten Materialien, also Brands und auch nicht die exakten Farben besitzen, um hier und auch immer bei den Creativity Booster Livestreams mitmachen zu können. Sucht euch irgendwelche Farben aus und irgendwas, was den Materialien ähnlich ist, die ich euch empfehle, also eine Gouache in hellbraun, wenn man so will, und dann macht einfach mit. Ja, das ist mein Ziel, einfach mitmachen. So, hier habe ich schon so ein bisschen was von der Siena Natur Gouache, eine wunderschöne Farbe. Ich mache noch ein bisschen frische Farbe dazu, wobei man natürlich die Gouache, die getrocknet ist, auch immer wieder aktivieren kann, aber frische Gouache ist halt einfach geiler. Ich nehme für das gesamte Motiv heute Abend, weil ich einfach so begeistert bin von diesem Pinsel, den Vierer Van Gogh Rundpinsel, weil der so schön spitz zusammenläuft und dann einfach immer auch für kleinere Details verwendet werden kann, aber eben auch für größere Flächen, da seht ihr es. Ich liebe, liebe, liebe die Van Gogh Rundpinsel für Gouache. Holt euch also ein bisschen Wasser aus dem Wasserglas, das braucht ihr natürlich immer für Gouache, und holt euch ein bisschen was von dieser tollen ockerbraunen Farbe, würde ich mal sagen, auf dem Pinsel. Dreht den Pinsel dabei so ein bisschen der Gouache, damit wirklich die gesamte Spitze schön mit der Farbe benetzt ist und ihr da viele Pigmente drauf habt. Sucht und ermischt euch mit dem Wasser die richtige Konsistenz, das wirklich so ein bisschen wie Ketchup ist. Ich mag Ketchup-Konsistenz am liebsten bei Gouache. Und dann malen wir einfach direkt ohne Vorzeichnung. Übrigens auch ganz charakteristisch für meine Livestream-Serie. Ohne Netz und doppelten Boden, ohne Vorzeichnung malen wir jetzt einfach mal hier unsere kleine Vase hin. Es gibt verschiedenste Formen. Hier habe ich mich für so eine runde Vase entschieden. Jetzt male ich einfach mal so eine, ich glaube, es ist auch so eine Designvase mit so einer Ecke innen drin. Ich starte jetzt einfach mal ungefähr in der Mitte. Auch das ist nicht ganz so wild, wenn es nicht genau die Mitte ist. Und mal jetzt hier einfach mal mit dem Viererrundpinsel freischnauze mit der braunen Gouache meine Vase. Zack. So. Also ich male jetzt so eine Vase, die hier so in der Mitte eine Ecke hat. Die habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen. Sieht eigentlich aus wie so eine Sanduhr. Das ist bestimmt, ich glaube, es ist ein Designklassiker, diese Vase. Ich weiß nicht von wem, aber ich glaube, es ist ein Designklassiker. So, und da seht ihr auch, wie schnell dieses Motiv machbar und malbar ist. Und da braucht man auch wirklich keinerlei Vorzeichen dafür. Wenn irgendwas so ein bisschen schief und scheps ist, ist das wirklich total egal. Denn das habe ich auch so ein bisschen durch Nadine und ihre Herangehensweise an das Thema Gouache, aber auch Mixed Media gelernt. Es muss nicht alles immer super korrekt vorgezeichnet und perfekt bis zum letzten Millimeter ausgefüllt sein, um trotzdem geil ausschauen zu können. Und dank Nadine habe ich ja auch so ein bisschen die Angst vor streifigen Hintergründen verloren, sage ich mal.
Da hat Nadine wesentlich dazu beigetragen durch ihre Motive und ihre Inspiration. Und deswegen finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn irgendwas überhaupt nicht perfekt ausschaut oder streifig ist oder hier so ein bisschen schief ist. Das macht das Ganze ja einfach nur sympathischer und ist zumindest jetzt für diesen Mixed-Media-Stil genau das, was ich mir vorgestellt habe. So, das ist meine Vase. Ja, so ein schöner bunter Teller. Aber du hast selber so schöne bunte Gouache-Teller, Tina, ne? Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber ist schon so ein bisschen eine Life-Challenge irgendwie auch, so einen richtig geilen Email-Gouache-Teller am Ende zu haben. Nach so einer Gouache-Session. Also, ihr seht, mehr braucht es nicht. Sucht euch irgendeine Vasenform aus, die euch beliebt. Entweder rund oder eckig oder vielleicht so nach oben geöffnet. Eine Million Vasen gibt es. Entscheidet euch für irgendeine, in die ihr jetzt gleich eure Tulpen reinsetzen möchtet. Ich wasche meinen Pinsel jetzt mal aus. Ganz einfach im Wasserglas. Gouache immer gut auswaschen. So, damit da keine Pigmente mehr irgendwo sich in den Pinselhahn verirren können. Und dann geht es auch direkt weiter. Während das da unten noch so ein bisschen trocknet, nehme ich jetzt einfach schon mal die gelbe Gouache für meine Tulpen. Ich habe mich für gelbe Tulpen entschieden, sieht man ja. Ihr könnt auch die Tulpen in einer anderen Farbe malen. Und zwar speziell für das Hellgelb von Thalens. Auch eine richtig schöne strahlende, fast schon zitronengelbe Farbe 201. Auch die nehme ich und ich zeige euch auch mal einfach jetzt direkt, dass ihr Farbe, die getrocknet ist, komplett wiederverwenden könnt. Das Hellgelb habe ich nämlich, glaube ich, hier schon mal ganz viel drauf gemacht. Und jetzt nehme ich mir einfach den Pinsel und Wasser und hole mir hier die Farbe wieder runter von meinem Teller. Da muss man natürlich ein bisschen mehr rühren mit dem nassen Pinsel, damit die Gouache, die getrocknet ist, wieder aktiviert wird. Aber für kleinere Gouache-Elemente, und jetzt malen wir nur ein paar kleine Tulpen, taugt das vollkommen. Solltet ihr größere Gouache-Bereiche malen, würde ich immer so ein bisschen frische Gouache auf jeden Fall mit dazu tun. Die kann man einfach schneller und besser aktivieren und dann auch für größere Flächen nutzen. Aber ihr seht, das schäumt richtig gut, das geht auch schnell und ich habe richtig viel Gouache auf meinem Pinsel drauf. Achtet darauf, wenn ihr den Gouache auf dem Pinsel habt, dass der Pinsel trotzdem jetzt vor allem bei den kleineren Elementen den Tulpen spitz bleibt. Also dreht ihn so ein bisschen. Vielleicht guckt auch mal, wenn ihr zu viel Pigmente besitzt, so ein bisschen wieder Pigmente abzudrücken, wegzudrücken, damit ihr wirklich hier, ich zeige es euch mal, diese super schöne spitze Form jetzt habt von dem Viererpinsel, weil dann könnt ihr selbst mit dem Viererrundpinsel ganz, ganz kleine Tulpen malen. So, und jetzt gucken wir mal, da unten trocknet es noch so ein bisschen, macht aber gar nichts. Wir arbeiten jetzt erstmal da oben im oberen Bereich der Vase und malen unsere Tulpen auf. Und Tulpen sind so easy peasy, dass sie jeder von euch garantiert malen und aufs Blatt Papier zaubern kann. Nämlich, ich male mal die erste Tulpe hier eigentlich einfach hier oben hin. Eine Tulpe besteht eigentlich immer aus so einer Tropfenform, also oben spitz und unten bauchig. Und davon so einfach ein paar nebeneinander. Also wirklich wie so ein Regentropfen, oben spitz, unten bauchig. Und dann male ich direkt daneben einfach nochmal so eine kleine Spitze mit einem Bauch unten. Und das schließe ich jetzt mal zusammen, weil ich es später ja noch mit meinem Geliner so ein bisschen voneinander trenne. Und das ist eine stilistisch maximal abstrakte Tulpe. Ihr seht also einfach nur quasi wie eine Ellipse, oben mit ein paar Zacken. Und genau so könnt ihr jetzt wirklich, wie ihr möchtet, einfach so ein paar Tulpen hier oben. Wir machen ja so einen bunten Tulpenstrauß. Einfach mal oben ransetzen. Ihr könnt die natürlich auch überlappen lassen. Oben spitz, unten rund. Zack, ein Blatt. Und dann noch ein Blatt daneben. Ihr könnt die auch mal ein bisschen breiter malen, die Tulpenköpfe, die Blüten. Ihr könnt die natürlich auch mal so ein bisschen. Die sind ja nicht, Tulpen stehen ja meistens nicht, zumindest nicht bei mir. Tulpen lassen ja meistens sehr schnell, zumindest bei mir, den Kopf hängen. Deswegen könnt ihr natürlich auch schon hier so ein paar Tulpen auf die Seite malen, die so ein bisschen, naja, den Kopf hängen lassen. Aber ist irgendwie charakteristisch für Tulpen, oder? Dass sie nicht so eine Standfestigkeit besitzen. Zumindest bei mir. Oder ich mache was falsch. Aber meine Tulpen sind immer ziemlich schnell, ziemlich läppsch. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Vielleicht sind ja hier wieder Botaniker mit am Start.
So, hier ein kleiner Tulpenkopf, da noch ein kleiner Tulpenkopf. Also ihr könnt die natürlich auch kleiner und größer malen. Ihr könnt ja auch mal drei von diesen Tropfen natürlich nebeneinander malen. Und dreht natürlich auch wieder wirklich euer ganzes Kunstwerk, eure ganze Bühne. Ihr müsst euch also hier nicht irgendwie verrenken. Dreht einfach immer eure Bühne, damit es euch maximal bequem von der Hand geht. Und nachdem wir jetzt auch mit dem Viererpinsel arbeiten, damit immer die Spitze oben ist von dem Viererpinsel, damit wir wirklich ganz, ganz leicht und bequem auch hier unsere Tulpenblüten malen können. Aber ihr seht, das geht wirklich super leicht und super schnell mit dem Rundpinsel, da so ein paar Blüten hinzubekommen. Zack, zack. Tulpen nur in wenig Wasser. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen und habe ich auch gelesen, Tulpen nicht schräg anschneiden. Andere Blumen soll man ja immer schräg anschneiden, damit sie möglichst viel Wasser bekommen. Bei Tulpen wohl nicht, damit sie, weiß ich nicht, weniger Wasser bekommen und dann vielleicht weniger schnell irgendwie matschig werden. Also ich habe mich ja schon so ein bisschen eingelesen. Das wusste ich tatsächlich auch schon. Nicht schräg anschneiden und nicht in so viel Wasser. So. Machen wir mal hier vielleicht noch eine hin, die hier so ein bisschen runterhängt. Und dann glaube ich, sollte das erstmal ja mein Tulpenblumenstrauß, glaube ich, sein. Schaut euch das Ganze so ein bisschen an, wenn euch noch irgendwo was fehlt. Oh, vielleicht hier noch so eine, oh, meinen volleren Tulpenstrauß. Mein anderer ist so ein bisschen wenig üppig. Jetzt haben wir so einen richtig üppigen, wir wollen ja den Frühling auch ein bisschen rauslocken. Ne? Machen wir so einen richtig üppigen Tulpenstrauß. So. Jetzt ist doch gut. Jetzt, glaube ich, haben wir wirklich viele Tulpen, mit denen wir arbeiten können. Card of Bottoms at Eis. Oh, Eis habe ich auch schon mal irgendwo auf Instagram, glaube ich, gesehen, dass man Eis in die Vase reinmacht. Fancy. Dünne Zweige bekommen. Darin halten sie gut. Ah, meine hängen auch immer. Aber den Beweis, vor allem hast du ja sogar Models schon, liebe Katja. Sehr gut. Ja, zu viel Wasser. Ja, gerade anstellen, genau. Also so, da bin ich ja gar nicht so schlecht mit meinem gefährlichen Tulpenpflanzenpflege-Halbwissen. Das ist ja schön. So, ihr Lieben, jetzt, nachdem wir schon die Vase und die Tulpen ermalt haben, geht es weiter mit den Tulpenblättern. Und hier ist es euch überlassen, ob ihr die Tulpenblätter jetzt auch gleich so wie ich mit Gouache malt oder zum Beispiel schon im Medium wechselt, im Malmedium wechselt. Und hatte ich euch ja auch schon vorab empfohlen, vielleicht sogar mal einen Buntstift nehmt für die Blätter oder auch vielleicht Aquarellfarbe oder einen Fineliner. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich mal so von der üblichen Denke, dass man alles in einem Medium malen muss, zu entfernen. Probiert es einfach aus und traut euch. Ich finde es so ein bisschen abgefahren, das zu tun, aber danach, muss ich sagen, bin ich total begeistert immer von den Ergebnissen, weil es einfach so anders wirkt durch den Medienmix. Ich zeige euch später mein Ergebnis mit dem Buntstift. Bleibe jetzt einfach mal bei der Gouache, um es vollständig zu machen und wechsle danach noch mein Medium. Und nehme für die Blätter mal, weil es mir so gut gefällt, als Kontrast ein richtig dunkles Grün, das Tannengrün von Thalens. Es ist schon fertig gemischt. Ihr könnt natürlich auch ein normales Grün aus dem Standardset nehmen und ein bisschen Braun oder Schwarz dazu mischen, damit es wirklich schön abdunkelt. Oder also Tannengrün lohnt sich auch sowieso. Ich glaube, ich hatte es hier auch schon drauf auf meiner Mischpalette. Ich hole mir noch ein bisschen was ab. Tannengrün lohnt sich, finde ich, sowieso, weil es einfach echt eine schöne Farbe ist. Also, es ist ja, je mehr man mit Gouache malt, desto mehr lohnt es sich ja auch, in Farben zu investieren, die man sich halt nicht immer erst ermischen muss. Ansonsten kann man sich natürlich auch aus den Primärfarben alles ermischen, aber es kostet halt immer Zeit und mischt auch nicht jeder so gern, ich auch nicht so gerne. Und dann lohnt sich es schon, wenn man in ein paar Farben investiert. Und Tannengrün ist echt eine, also ihr seht es, eine super schöne, dunkelgrüne Farbe einfach. Ich liebe, liebe, liebe die Farbe, weil man die einfach direkt so verwenden kann. Da muss man nichts dazu mischen und hast ein richtig schönes, natürliches, ja, zeigt ja schon der Name, Tannengrün. Toll, nicht zu saftig, nicht zu quietschig, nicht zu dunkel, einfach geil.
So, und damit malen wir jetzt, ist auch alles schon relativ schnell trocken, weil wir arbeiten ja mit Gouache und auch mit kleinen Flächen. Da arbeiten wir jetzt einfach die Zweige der Tulpen mit ein, beziehungsweise die Stiele, nicht die Zweige. Tulpen haben keine Zweige, sondern Stiele. Und auch da bin ich wirklich total easy und ungeordnet. Und Ziel ist einfach, alle Tulpenblüten mit der Vase zu verbinden. Und ihr wisst ja, wie so ein Stiel aussieht. Also ich male jetzt wirklich im ersten Schritt einfach mal hier die Stiele von den Tulpen in die Vase und achte dabei so ein bisschen darauf, dass ich die Vase nicht jetzt überdecke mit den Stielen. Wichtig aber auch, dass man die Stiele tatsächlich auch ein bisschen gebogen macht. Ne? Hatten wir ja gerade schon festgestellt, Tulpen wachsen nie ganz gerade und auch mal so ein bisschen schräg hier rauskommen lässt. Das ist also ganz wichtig, dass ihr jetzt so ein bisschen darauf achtet, Leben reinzubringen in die Bude. Weil wir haben ja hier keine technischen Gerätschaften oder irgendwas anderes. Wir arbeiten hier und malen ja wirklich mit Natur. Und ihr könnt die Stiele von den Tulpen so ein bisschen dicker machen, denn die haben ja schon immer ein bisschen dickere Stiele. Tulpen haben ja nicht so super dünne Stiele, sondern schon immer so ein bisschen dicker. Deswegen könnt ihr hier wirklich so ein bisschen aufdrücken auf euren immer noch 4er Rundpinsel, den ich verwende, damit da so ein bisschen dickerer Stiel erscheint. Aber hier macht euch auch nicht so viel Gedanken. Da hinten ist mein Blumenkopf hinter der Blüte. Der geht noch darunter. Also Ziel ist hier wirklich einfach, alles mit allem zu verbinden. Dreht euer Blatt Papier auch wieder, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst euch verbiegen. Das soll nicht der Fall sein. Macht es euch immer maximal bequem. Das ist ganz wichtig. Die hängen hier noch so ein bisschen hui und hui nach unten. So, zack. Und ihr seht hier, mit diesen Van Gogh-Rundpinseln kann man also wirklich, man könnte natürlich jetzt auch einen Nuller-Pinsel nehmen und einen Schlepper oder. Aber ich finde es ja auch immer geil, wenn man einen Pinsel hat. One size to fit it all. Und bei solchen Motiven geht das wirklich ganz gut mit dem einen einzigen Rundpinsel. So, jetzt fehlt natürlich noch zu Tulpenblätter, weil Tulpen eigentlich nie ohne Blätter auskommen und die Tulpenblätter waren auch so ein bisschen charakteristisch eigentlich an dem ganzen Sinn. Das Tolle, jetzt muss ich nochmal loben, die Lobhudelei hat kein Ende, das Tolle an dem 4er Rundpinsel ist, dass der super schnell, super einfache Blätter für euch macht im Nu. Einfach indem ihr irgendwo an dem Stiel anfangt und dann mit dem Pinsel einfach nach oben fahrt und dabei aufdrückt und wieder loslasst. Ich zeige euch das hier einfach mal in der Mitte mit so einem Blatt. Also hier beginne ich mit der Spitze nach unten und dann wenig Druck, viel Druck und wieder wenig Druck. Und dabei gebe ich noch so ein bisschen Bewegung mit rein, weil Natur, wie gesagt, nicht alles ganz straight, sondern so ein bisschen gebogen. Und dann könnt ihr hier wirklich hier wenig Druck, viel Druck, wenig Druck, auch ganz, ganz leicht zwischenrein einfach noch so ein paar Blätter arbeiten. Ihr könnt auch, damit das Ganze so ein bisschen natürlicher aussieht und dynamischer aussieht, ein Blatt zum Beispiel mal so ein bisschen hier über die Vase fallen lassen. Denn das Schöne an Gouache ist ja, Gouache deckt hier. Gouache ist ja wirklich im richtigen Mischverhältnis deckend. Das heißt, ihr könnt hier einfach auch mal zum Beispiel über einen Blumenkopf malen mit den Blättern. Genau. Ihr müsst euch nicht wie bei Aquarellfarbe Gedanken machen, was liegt vorne, was liegt irgendwie hinten. Das ist dann wirklich total egal. Ja, und so langsam aber sicher, hier oben lasse ich noch so ein halbes Blatt mal rausschauen hinter den Blüten, damit das auch so ein bisschen natürlicher aussieht. So langsam aber sicher füllt sich unser Tulpenstrauß, unser Blumenstrauß aus der Vase. Die sehen alle noch recht knackig aus bei mir, merke ich gerade. Das entspricht auf jeden Fall nicht dem, wie es bei mir zu Hause aussieht. Aber ich habe aktuell gar keine Tulpen, aber normalerweise aussieht. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen, auf jeden Fall mal wieder Tulpen, glaube ich, gleich morgen zu kaufen. Das Blatt ist jetzt so ein bisschen verkackt, aber auch das gehört dazu. Kann passieren, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel retten.
an dem Blatt, außer vielleicht noch mal so ein bisschen die Ecken zu säubern, damit es hier nicht ganz so aussieht wie so ein Unfall. So. Aber gibt es ja auch solche Blätter, ne? So. Damit sind wir eigentlich schon mit unserem Blumenbouquet fertig, was ja erstmal auch nur ein Medium ist, nämlich die Gouache. Das lassen wir jetzt alles noch trocknen, bevor wir da dann noch so ein bisschen mit Gelliner reingehen. Wascht euren Pinsel auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Den brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht mehr. Das Medium Gouache ist abgeschlossen. Und bis das hier oben alles trocknet, können wir uns ja schon mal um das Wording kümmern. Denn ich wollte ja auch noch jetzt mit dem zweiten Medium des Abends so ein bisschen einen Grußtext an den Frühling hier unten ergänzen auf unserer Vase. Und die ist zumindest bei mir schon ganz trocken mit einem kleinen Frühlingsgruß. Und da nutze ich jetzt das zweite Medium, nämlich einen Feinliner, in dem Fall einen Pigma Micron 05. Und lettere hier unten einfach mal einen kleinen Frühlingsspruch mit drauf. Ich mache das jetzt auch bewusst mal wirklich in einer ganz, ganz einfachen Schriftart, damit jeder, auch der keine Lettering-Erfahrung hat, garantiert mitmachen kann. Und zwar mit einer wirklich super einfachen Schriftart, nämlich Großbuchstaben, Druckbuchstaben. Und ich möchte das hier wirklich einfach so Hello Spring relativ plakativ drüber haben. Es muss nicht zentriert sein, es kann auch total schräg sein, ist mir total egal. Und ich male jetzt einfach mal drauf los. Schreibe jetzt einfach mal drauf los. Und macht euch wirklich nicht zu viele Gedanken. Ich benutze jetzt einfach mal Großbuchstaben, Druckbuchstaben und die auch noch so ein bisschen schräg. So ein E. Hello Spring. Ihr könnt natürlich auch Hallo Frühling oder Hallo Du oder Frühling oder Liebe, Tulpen, Tulpenliebe, was auch immer hinschreiben. Was ihr möchtet. Also ich glaube, das kriegt definitiv jeder hin, diese Schriftart. Jetzt mache ich darunter noch so ein bisschen eine Spielerei mit Serifen. Ihr könnt natürlich auch in derselben Schrift dann einfach nochmal darunter lettern. Aber ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen mit Serifen spielen. Und Serifen bedeutet einfach, dass man an die Großbuchstaben, Druckbuchstaben, nochmal diese Füßchen hier dran setzt. Und dann eben auch die Verdickung. Das ist die Serife, mehr nicht. Und genau so könnt ihr jetzt natürlich auch die anderen Buchstaben des Wortes Spring noch mit dahin schreiben. Oder ihr arbeitet, wie gesagt, ganz einfach auch nochmal mit den Großbuchstaben, Druckbuchstaben, die darüber liegen. Geht ganz genauso. Schaut ganz genauso schön aus. Jetzt mache ich hier so ein bisschen ein. Ihr könnt auch einfach so ein bisschen improvisieren. Also das finde ich auch das Schöne an dieser Art von Mixed Media, dass man jetzt nicht irgendwie, also zumindest ist es nicht mein Ansatz, anfangen muss, jetzt Raster zu konstruieren, um maximal gerade irgendwie zu arbeiten, sondern ich finde es auch wirklich so schön, wenn alles so ein bisschen imperfekt ist. Das beginnt bei der Vase, die so ein bisschen schräg ist, und es zieht sich hier auch durch die Buchstaben durch, die alle so ein bisschen bouncy, wavy und einfach unperfekt sind. Und deswegen passt es auch so gut in meine Creativity Booster Livestream-Serie, weil es eine Art zu malen ist und auch Motive, die jedem vielleicht von der Hand gehen und wo man nichts falsch machen kann. Auch wenn hier irgendwas schief ist und nicht perfekt, schaut trotzdem irgendwie, finde ich zumindest, geil aus und überzeugt. Jetzt hatten wir schon Gouache und einen Feinliner. Jetzt ruhe ich mal, womit ich weitermache. Ich glaube, ich würde jetzt wirklich mal mit dem Gelliner weitermachen, bevor wir uns dann noch um den Hintergrund kümmern. Also an sich könnte ich es auch so schon lassen, weil ich finde, es ist so schon auch echt ein schönes Ergebnis. Ne? Aber jetzt will ich noch so ein bisschen zeigen, wie ihr das Ganze pimpen könnt. Deswegen hatte ich auch dazu geschrieben, der Gelliner, unser drittes, mein drittes Medium heute Abend, ist optional. Aber ich finde, Gelliner auf Gouache
Richtig, richtig geil, um Akzente zu setzen oder eben auch so ein bisschen jetzt die Struktur der Tulpenblütenblätter hervorzuheben. Denn ihr habt jetzt hier ja diese gelben, ja, Farbfladen, nenne ich sie mal ganz unverschämt, die aber trotzdem als Tulpen zu erkennen sind, durch diese Spitzen, durch diese charakteristische Form. Aber ihr könnt mit dem Gel dann jetzt noch, wenn alles gut trocken ist, wirklich so ein bisschen einzelne Blätter akzentuieren. Gucken, dass der Gel-Liner läuft und dann, seht ihr das da oben, könnt ihr hier wirklich diese Formen, diese Tropfenformen der Tulpenblätter mit dem Gel-Liner einfach so ein bisschen nachmalen. Von oben nach unten, immer da, wo die Blätter quasi sich berühren oder übereinander liegen. Müsst ihr auch nicht bis nach unten malen. Es reicht auch manchmal, wenn man einfach nur so ein bisschen reinmalt. Könnt natürlich auch das Ganze aussparen. Und ganz wichtig ist immer, wenn ihr mit dem Geliner auf Gouache arbeitet, dass ihr möglichst langsam darauf arbeitet, damit er wirklich gut laufen kann, damit die Tinte gut läuft und nicht zu doll aufdrücken. Das ist immer ganz, ganz wichtig. So, auch hier natürlich wieder drehen, damit ihr überall gut hinkommt. Ihr müsst auch nicht alle Tulpen mit dem Geliner, wenn ihr es überhaupt macht. Das ist, wie gesagt, alles komplett optional. Ihr müsst nicht alle Tulpen mit dem Geliner bearbeiten. Ihr könnt auch bei ein paar einfach machen, aber ich persönlich finde es ganz schick, mit dem Geliner hier wirklich einfach so ein bisschen die Tulpen hervorzuheben. Schaut mal. Macht schon ein bisschen was aus, ne? Und das ist ja auch noch total easy peasy. Schupp, einmal rumdrehen. Und geht super schnell. Hier nochmal rein. So. Und schon hat man wirklich nochmal ein bisschen Struktur reingebracht. Wofür ich den Gel dann jetzt auch noch nutze im nächsten Schritt, ist hier unten, auch optional natürlich, hier unten, wo mein Feinliner die Vase überdeckt, nochmal reinzugehen und bei der Serifenschrift alles, was da natürlich so ein bisschen jetzt braun ist, mit dem Weiß hervorzuheben. Auch das lässt dann natürlich die Schrift da unten nochmal so ein bisschen aufpoppen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, weil dann natürlich auch einfach der Look von der Schrift auf dem Papier quasi übernommen wird. Auf dem Papier sind diese Zwischenräume bei den Serifen ja weiß, weil das Papier weiß ist. Und indem ich die jetzt hier einfach auf dem Braun nochmal mit Weiß ausmale, seht ihr, poppt das einfach nochmal so richtig schön raus. Was ihr natürlich auch machen könnt mit dem Feinliner ist, dass ihr jetzt irgendwie hier oben zum Beispiel noch Schatten mit dran setzt. Das können wir bei dem Hello mal gerne machen. An die rechte Seite einfach überall Schatten mit dran macht. Also da könnt ihr auch wirklich so ein bisschen spielen natürlich. Aber gerade auf diesem Hellbraun wirkt natürlich dieser weiße Geliner nochmal echt wie so ein, ja, wie so ein Highlighter im wahrsten Sinne des Wortes für die einzelnen Elemente. Ich bin dann auch irgendwie sehr gehighlightet von dem Licht schon wieder geblendet. Oh, Gelstiftlagerung ist ein super spannendes Thema. Ich habe mittlerweile gelernt, also eigentlich egal, das stimmt, aber ich habe mittlerweile gelernt und auch gemerkt, dass wenn ich Gelstifte so rumlagere, also mit dem Köpfchen nach unten, was ja sonst bei den meisten Stiften nicht so klug ist, vor allen Dingen nicht Acryl und auch nicht wasserbasierte Pinselstifte, dann hilft es der Tinte aber im Fließen zu bleiben. Also ich würde persönlich mittlerweile empfehlen, alle Gelstifte mit dem Kopf nach unten zu lagern. Mache ich nämlich mittlerweile auch so. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Aber sie sollten eigentlich auch dauerhaft funktionieren, wenn du sie stehend lagerst oder auch liegend. Also Geltinte an sich ist ja wirklich, die verzeiht recht viel, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie doch öfter mal ins Stocken kommen, wenn sie mit dem Kopf nach oben stehen. Und sie können nicht auslaufen, weil Geltinte ja auch und die Machart von diesen Gelinern so ist mit dem Vakuum und so weiter und so fort, dass nichts passieren kann. Aber sie irgendwie, also ja, der Markus hat mir den Tipp gegeben, der Backbube, Litterbube. Und das hat echt viel gebracht, muss ich sagen. Gut, ihr Lieben, wir sind echt gut in der Zeit heute. Ich bin richtig happy. Keiner stellt Fragen, weil alle hoffentlich ganz fleißig mit dabei sind.
Also, wir haben echt schon mega viel geschafft in der kurzen Zeit ohne Vorzeichnung, was genau das Ziel von dieser Livestream-Serie ist, euch wirklich zu triggern einfach und so einen kleinen kreativen Snack am Freitagabend mitzugeben. Was jetzt noch fehlt, um es perfekt zu machen, finde ich zumindest, ist ein Hintergrund, der das Ganze nochmal so ein bisschen auch hervorhebt und auch dann vom Blatt Papier rauspoppen lässt. Und da habe ich mir jetzt für mein persönliches viertes Medium entschieden, nämlich einen wasserbasierten Brushpen, nämlich den Tombow ABT in der Farbe 553 Mist Purple, glaube ich, oder so heißt die Farbe. Mist Purple. Ein richtig schönes Blau-Lila. Also ihr habt es ja schon gesehen bei dem Beispiel hier. Ich finde einfach, es ist wirklich eine wirklich schöne Kombination. Ja, ein Flieder, eigentlich ein Hellflieder, oder? Hellflieder trifft eigentlich, glaube ich, am besten. Ja. Richtig, richtig schön. Hier seht ihr ganz gut, habe ich mich für einen Streifenhintergrund entschieden. Ich werde jetzt aber vielleicht mal eine Mischung machen aus einem vollflächigen Hintergrund und einem gestreiften Hintergrund, der Streifentapete. Ihr könnt da jetzt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt mit dem Ding auch den ganzen Hintergrund ausmalen. Je mehr Streifen, desto geiler, weiß ich mittlerweile. Oder ihr könnt Streifen machen, Streifentapete, ihr könnt Rauten malen, alles was ihr wollt. Hauptsache, ihr gebt im Hintergrund so ein bisschen Pep. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich teile jetzt einfach mal meinen Hintergrund so ein bisschen auf. Ich tue mal so, als hätte ich quasi einen Tisch, auf dem die Vase steht. Und das ist so im unteren Drittel. Und mal jetzt hier einfach mal, alles ist ja auch hier komplett trocken da unten. Mal jetzt hier einfach mal alles aus. Wenn ihr mit solchen Hintergründen arbeitet, ist es wichtig, dass die Farben, die ihr davor genutzt habt, wasserfest sind, also die Fineliner, damit ihr jetzt hier eben wirklich einfach drüber malen könnt und nicht Sorge haben müsst, dass hier irgendwas verwischt. So, jetzt male ich hier einfach mal im unteren Drittel meinen sozusagen Tisch aus mit dem Blau. Auch hier müsst ihr gar nicht so sauber arbeiten. Auch hier könnt ihr so ein bisschen rougher arbeiten. Und ihr seht, ihr kriegt es sowieso nicht hin, dass ihr streifenfrei arbeitet, weil ihr ja mit dem Tombow ABT malt oder mit einem anderen Brushpen. Müsst ihr gar nicht denselben Stift haben. Aber dadurch, dass die Tinte auch mal wasserbasiert ist, schafft ihr es gar nicht, den komplett streifenfrei aufzumalen. ABT ist auf jeden Fall liegend leider. Genau. Ich habe die 5. 3, 5, 5, 3, Mist Purple. Mist Purple. So, da ist quasi mein Tisch, auf dem mein Blumenstrauß steht. Da könnte ich jetzt übrigens natürlich, wenn das getrocknet ist, hier nochmal die weißen Bereiche einzeichnen, denke ich mir gerade. Das kann ich am Ende noch machen. Und jetzt mache ich die Tapete aber noch hinten dran. Und die Tapete male ich jetzt wieder erstmal hier mit geraden Streifen. Und dann mache ich aber später noch horizontale Streifen, Querstreifen, das Wort hat mir gefehlt. Querstreifen mit dazu. Also quasi eine karierte Tapete, wenn man so möchte. Und da, wo jetzt unsere Pflanzen sind, da lasse ich einfach immer so ein bisschen Platz. Ja, auch das könnt ihr wirklich rough machen. Da müsst ihr jetzt auch nicht euch in Schönheit irgendwie ergötzen. Braucht es alles gar nicht und schaut trotzdem, finde ich, einfach geil aus. Es macht einfach sofort was her, oder? So, jetzt kommen noch die Querstreifen mit dazu, damit es noch mehr knallt. Zack, in meiner Karo-Tapete. Ihr könnt auch schräge Streifen machen. Also tobt euch da einfach mal aus bei diesen Hintergründen, wenn ihr noch mehr Blumen und vielleicht Tulpenvasen malt am Wochenende. Tobt euch einfach mal aus. Ihr könnt auch wunderbar zum Beispiel mal mit einem Buntstift den Hintergrund schraffieren. Probiert es auch mal aus. Also es gibt, das ist das Schöne wirklich an Mixed Media, so viele Möglichkeiten, um alles miteinander zu kombinieren und alles wird anders ausschauen. Das finde ich also wirklich maximal spannend an dem für mich total neuen Mixed Media. Es gibt so eine Box von Tombow, wo man Tombow sammeln kann, denn da stehen die immer drin. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also ich bin ja sowieso der Meinung, das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen.
Ist total egal, wie ihr Stifte lagert. Also außer bei Gelstiften, da habe ich jetzt festgestellt, so nach unten ist tatsächlich ein bisschen praktischer, aber alle anderen Stifte lagere ich tatsächlich, wie mir die Nase gewachsen ist. Tombows stehen bei mir, Tombows liegen bei mir und kein Tombow hat bisher jemals irgendwie drunter gelitten. Also alle Tombows funktionieren noch. Muss ich leider wirklich sagen, ich bin da jetzt kein gutes Beispiel, was irgendwie so und so musst du es machen betrifft. Das male ich aber noch. Genau, das möchte ich auf jeden Fall noch machen hier. Diese Bereiche mit aus, weil ihr seht, das macht schon einen Unterschied. So. So. Ich bin happy. Macht man sich die Tombows nicht kaputt? Nee. Also, die Frage kommt auch immer wieder. Die Frage ist auch richtig und gut. Aber ganz wichtig, sobald ihr also sensible Brushpens mit einer Faserspitze wie die Tombows benutzt oder auch die Karen Brushpens, dürft ihr auf solchem strukturierten Papier auf jeden Fall nicht länger lettern, weil beim Lettern, beim Brushlettern, schiebt ihr die Spitze ja gegen die, sage ich mal, natürliche Strichrichtung und schreddert die Spitze auf dem strukturierten Papier. Da wir jetzt aber ja wirklich in einem, also ich habe das Papier wirklich maximal horizontal und flach benutzt und bemalt, arbeiten, tut ihr der Spitze überhaupt keinen Schaden. Also solange ihr nicht wirklich so malt und so malt, könnt ihr einen Tombow auch gut und gerne auf einem Mixed-Media-Papier, auf einem strukturierten Papier, auf einem Cold-Press-Papier verwenden. Das tut ihm überhaupt nicht weh, ganz und gar nicht. Das ist es. Mehr ist es nicht. So schnell habt ihr, wie auch immer, euer Ergebnis aussieht. Da bin ich jetzt super gespannt, ein kleines, vielleicht erstes Mixed-Media-Kunstwerk aus Gouache, Geliner, Fineliner und in meinem Fall jetzt wasserbasierten Brushpen im Tombow ABT erschaffen. Ich zeige nochmal meine anderen Varianten. Hier habe ich noch die Variante gemacht mit Streifenhintergrund und einer runden Vase. Dann habe ich übrigens auch mal in meinem Paint-on-Sketchbook, schaut mal, so eine Variante gemalt. Und da seht ihr sehr schön, dass mit selbem Einsatz der Materialien ein total anderer Look entstehen kann, wenn ihr sie anders kombiniert. Hier habe ich also wieder meine beige Vase gemalt und dann auch die gelben Tulpen draufgesetzt. Dann aber, wie gesagt, mit einem grünen Buntstift, in dem Fall dem Tombow Irojiten in Cactus Green, die Blätter reingemalt. Die Schrift nicht über die Vase gemalt, sondern in die Vase mit verschiedenen Buchstabenarten und Schriftarten und dann mit dem Tombow einfach nur vollflächig den Hintergrund ausgemalt. Ganz, ganz grob und schnell und streifig. Was aber total geil aussieht, finde ich, streifig. Also ihr seht, das ist wirklich das Wunderschöne am Mixed Media. Ihr habt so viele Möglichkeiten, ein einziges Motiv zu malen. Und das, finde ich, ist ganz, ganz, ganz großartig. Und ist Sinn und Zweck eigentlich auch von Kreativität, dass man sich nicht so beschränkt, sondern einfach mal alles ausprobiert. Also Mixed Media ist wirklich so das bunte Potpourri eigentlich von Kreativität. Kann man nicht anders sagen. In der Beschreibung steht der falsche Tombola. Die Tombola ist auch ein Running Gang bei uns. 553, oh sorry, ja. 553 Mist Purple. Alle Materialien stehen unten in der Beschreibung und auf unserer Livestream-Website, der Landingpage, frohle.com/creativitybooster. Da sind die alle immer drin und da findet ihr sie alle und da könnt ihr nachlesen, nachshoppen und dann das ein oder andere Motiv hoffentlich natürlich auch zu Hause nachmalen. Ich bin mega, mega stolz, dass ich diesmal nur eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, aber mein Ziel ist auf jeden Fall erfüllt, euch maximal zu inspirieren in minimaler Zeit und auf jeden Fall ja, kurzweiliger Aktion, sage ich mal. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Alles könnt ihr natürlich bei uns shoppen und auch einfach andere Farben verwenden. Probiert es einfach aus, probiert es mit anderen Blumen vielleicht auch mal aus, mit anderen Vasen. Ich bin mega gespannt auf eure Ergebnisse. Ich bin super gespannt, ob ich euch damit auch ein bisschen Mixed Media näher bringen kann. Schaut bei der Nadine vorbei, at Konfetti Rausch. Teilt eure Werke bitte unbedingt mit @FrauHölle
und Hashtag Hölle Creativity Booster, dann kann ich sie alle wiederfinden, egal wann. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das war's mit Gouache, so viel kann ich schon mal verraten, denn in 2 Wochen zum 3. Creativity Booster Livestream befinden wir uns bereits im Monat März und der Monat März steht unter einem anderen Zeichen. Das verrate ich aber noch nicht. Einige können sich schon denken. Nächste Woche am Dienstag ist es soweit. Dann kommen die neuen März-Produkte in den Shop und auch das neue Monthly Magazine, wo ich das Thema des Monats verkünden werde. Und dann wisst ihr auch, mit welchem Medium wir in 2 Wochen wieder was malen werden. So viel kann ich schon mal verraten. Es war heute nicht mit dabei. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ein wunderbar erholsames Wochenende. Ich wünsche euch, dass ihr ein bisschen abschalten könnt, denn wir alle können leider gar nichts dafür, dagegen oder damit tun, um dieses Schrecken, was da gerade herrscht, irgendwie zu verändern. Wir können einzig und allein auf uns aufpassen, auf unsere Kinder aufpassen, ihnen die besten Werte mitgeben, die wir haben und beten und an die Menschen denken, die gerade wirklich unter diesen schrecklichen Menschen leiden müssen. In diesem Sinne, passt auf euch und eure Liebsten auf und lasst die Kreativität so ein bisschen eure Gedanken zerstreuen. Habt ein schönes Wochenende und bis in 2 Wochen. Tschüss. Vielen Dank fürs Mitmachen.